Musterbeispiel für deutsche Bürokratie. Die Tatsache, dass ich einen Führerschein habe, ist eine Bestätigung, dass ich einen Ersthelfetest habe. Digga, die hat Ohrringe an, die sind größer als mein Kopf, Junge. Das war ein GTS, oder? Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Ich bin gerade einfach nur glücklich, dass ich wieder Motorrad fahren kann, weil das Wetter endlich normaler geworden ist. Es ist zwar brutal kalt, also unter der Jacke hier trage ich noch eine Jacke und darunter ein T-Shirt und ich trage zwei Paar Hosen. Weil in der Früh, der bei 4 Grad Motorradfahren ist nicht geil. Und auch jetzt, wie viel hat es? 14, 15 Grad, sowas. Es ist, ja, man kann es dulden, sagen wir es so. Sonst, was gibt's zu sagen? Ich habe mich endlich für den A-Schein angemeldet. Ich weiß, pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, kurz bevor Oktober ist, kurz bevor die Gefahr besteht, dass vielleicht Schnee fällt, melde ich mich auch mal an für den Führerschein. Maximal lost einfach an dieser Stelle von mir, Digga. Ich habe sogar den Fahrlehrer gefragt, ob ich es dieses Jahr noch schaffen kann. Mal schauen. Dann den ganzen Schwarm mit der Zulassungsstelle wieder erledigt. Das ist ja jetzt auch alles online. Da habe ich auch eine Story, Digga. Ja, das ist Musterbeispiel für deutsche Bürokratie. Jungs, die Leute, die da arbeiten, keine Ahnung, wie dumm man sein muss, um für den Staat arbeiten zu dürfen. Aber Alter. Also für den Führerschein braucht man ja einen Vertrag von der Fahrschule, dass die sehen, dass man auch wirklich zur Fahrschule geht. Alles klar, wechselt einfach die Spur in der Kurve. Einen Sehtest braucht man auch noch. Und ich glaube, das war's. Sehtest, Passbilder und einen Erste-Hilfe-Test, genau. Den Erste-Hilfe-Test dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, okay? Man braucht einen Erste-Hilfe-Test, um seinen Führerschein machen zu dürfen. Das wissen auch alle. Was vielleicht nicht so viele wissen, was ich auch erst beim letzten Mal, als ich den A2 gemacht habe, erfahren habe, der Erste-Hilfe-Test hält für ein Leben an. Das heißt, ich muss nie wieder einen Erste-Hilfe-Test machen, außer für die Arbeit, wenn die sagt, hey, mach ein. Aber so kann ich beweisen, ich habe einen Erste-Hilfe-Test absolviert, indem ich einfach meinen Führerschein vorzeige. Also ich habe all das Zeug, außer natürlich den Erste-Hilfe-Test, ans Zulassungsamt geschickt, damit ich mich da ins System einfügen, damit ich einen TÜV-Termin bekommen kann. Ja, und dann bekam ich die Nachricht, ja, da fehlt ja noch was, sie haben keinen Erste-Hilfe-Test zugeschickt. Wo ich dem Herrn, auf jeden Fall älter als ich, nicht viel älter schätze ich habe ihn halt nicht gesehen, ich habe nur mit ihm telefoniert. Also habe ich dem Herrn erklären müssen, ja, ich habe keinen Erste-Hilfe-Test zugeschickt, also keine Bestätigung, dass ich teilgenommen habe. Das hat den Grund, dass dadurch, dass ich zweimal schon den Führerschein gemacht habe, ist ja klar, dass ich einen Erste-Hilfe-Test habe, weil der lebenslänglich hält. Und wenn ich meinen Führerschein habe, dann habe ich wohl einen. Nee, das zählt nicht. Wir brauchen eine Bestätigung. Wo ich auch gesagt habe, ja, haben Sie ja. Mein Führerschein. Die Tatsache, dass ich einen Führerschein habe, ist eine Bestätigung, dass ich einen Erste-Hilfe-Test habe. Nein, wir brauchen das schwarz auf weiß auf einem Papier, ein offizielles Dokument. Das ist deutsche Bürokratie vom Feinsten. Aber ja, für die nächste Saison sieht so aus, als ob ich einen A-Schein habe. Und Jungs, dann wird gedrückt auf der H2. Gib ihm, Digga. Digga, die hat Ohrringe an, die sind größer als mein Kopf, Junge. Hammer, na, ich bleib nicht stehen. Es war grün. Es war gelb, wollte ich sagen. True Story, es war halt echt gelb. Ich weiß, ich werde die Szene jetzt nicht zeigen, aber ich schwöre euch, es war gelb. Die Ampel ist brutal lang gelb geblieben. Was ich natürlich wusste, ich war ja nicht bereit, gerade eine Straftat zu begehen. Ich wusste ganz genau, wie lang diese Ampel gelb sein wird. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe nicht stehen. Der Teufelshörner drauf. Oder sie. Auf jeden Fall sie. Den habe ich schon gesehen, Junge. Ich habe ihn nur gehört, deswegen bin ich lieber rechts zur Seite gegangen. Und alter Mustang steht da. Verpiss dich, du... Maschallah, einfach der Hübsche. Das war ein GTS, oder? Gibt's sie nicht übertrieben selten nur? Ich weiß, Gag Collector hat einen und ich glaube, den von Gag Collector habe ich sogar einmal bei BMW gesehen, wie er repariert wurde. Oder zumindest bei der Inspektion war. Aber davon gibt es doch nur eine Handvoll. So ein paar Hunderte, dachte ich. Das ist jetzt schon der zweite, den ich sehe. Ich habe die noch nie gesehen. Werden die aufgebockt eigentlich? Ja, die werden aufgebockt. Ja, Junge, muss ein bisschen mehr Mann sein, um das aufzubocken. Blamiert er sich da einfach vor dem Mädel, der. Das muss in einem schönen Zug gehen. Außerdem hat der das eh voll. Der hat es nur vorne gepackt. Du nimmst halt
Linke Hand vorne, rechte Hand hinten. Bam. Einmal kräftig dran ziehen und aufgebockt ist der. Und nicht das, was er da gemacht hat, Junge. Struggle seines Lebens hat er ja. Jetzt, wo ich eigentlich hier rumsitze, könnte ich mich eigentlich auch mal verabschieden. Weil der Akku sich bald dem Ende neigt und es passiert jetzt nichts mehr. Ich fahre jetzt gleich nach Hause und das war's. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir gesund. Es wird jetzt ein bisschen kälter. Zieht euch ein bisschen dicker an, wenn ihr rausgeht. Es ist zapfig. Ansonsten, ja, bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Wie gesagt, Upload-Zeiten sind gerade ganz komisch. Bis dahin, yalla.